keine Angst einjagen. Tut mir wirklich sehr leid. Hast du Angst? Na schön, ich werde dir was vorsingen. Gott ist in seinem heiligen Tempel. Besser? Ich gehöre zu Professor Ortmanns Gruppe. Ich bin Hansen. Ich bin hier der Hausmeister. Hi. Hi. Und Kleines, verrätst du mir auch, wie du heißt? Ich bin Cindy. Cindy? Es ist wirklich verblüffend, diese Ähnlichkeit. Du hast die gleichen schmalen Wangenknochen, die gleichen Lippen, die gleichen wahnsinnig hübschen Augen und diese wunderschönen Haare. Oh, tut mir leid. Das gleiche Stupsnäschen. Kille, kille, bip-bup, macht das Näschen. Soll ich dir jetzt dein Zimmer zeigen? Oh, das ist ja schwer. Oh, ist das schwer? Ich nehme mal lieber meine starke Hand. Nein, nicht doch. Naja, halt so wild. Ist schon gut. Wow, ich was hast du für süße auf. Höschen? Nur, ist alles in Ordnung. Hey, was haben wir denn hier Schönes? Hey, vergiss deine Zahnbürste nicht. Oh. Die brauchst du später noch. Oh je, na los gehen wir. Folge mir, Kleines, was auf meinen Allerwertesten auf. Aus dem Weg, weg da. So, und jetzt hier entlang. Da sind wir schon. Und wohnen Sie hier eigentlich völlig allein? Ja, wir haben zwar schon oft versucht, es zu vermieten, aber niemand hat es hier lange ausgehalten. Oh, das ist die alte Mutter Kane. Und das ist der alte Vater Kane. Und wer ist das? Das ist Big Daddy Kane. Oh, der ist ja süß. Oh ja, das war das Lieblingsspielzeug des alten Hausherrn. Ich weiß gar nicht, wie es hier hingekommen ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses Spielzeug seinen eigenen Willen hat. Au! Au! So, und jetzt hier entlang. Oh, nein, 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 nicht in dieses Zimmer, Schätzchen. Nein, dort hat damals die Geliebte des Hausherrn gewohnt. Oh. Ja, ja, der Alte war früher ein ganz schöner Lustmolch. Du wirst gleich hier gegenüber wohnen. In diesem Zimmer hat früher die große Liebe seines Lebens gewohnt. Wirklich? Seine Frau Caroline. Ich werde es dir zeigen. Oh, pass auf, mein Hinterteil ist im Anmarsch. Sei vorsichtig. Mach ein wenig Platz für meinen Hintern. Oh, wow. Wie wunderschön. Oh, danke schön, Kleines. Dafür habe ich auch sehr viel trainiert. Ich mache meine Popo-Übungen jeden Tag. Fest zusammendrücken und dann einfach wieder loslassen. Fest zusammendrücken und dann... loslassen. Oh. Okay. Oh. Ja. Ist das schön. Caroline sah in diesem Kleid wunderschön aus. Eigentlich sah sie immer wunderschön aus. Sie hat früher Königsfamilien unterhalten und auch das gemeine Volk und sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Oh, hab keine Angst, Kleines. Das ist nur Mr. Kittles. Er war damals des Hausherrn liebstes Tier. Er ist schon seit Generationen in der Familie. Guck ihn dir bloß an, er ist keinen Tag gealtert. Also gut, Kleines, ich werde dich dann jetzt mal allein lassen. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Aber ihre Gäste treffen nun so allmählich ein. Und das Abendessen wird schon bald serviert. Danke, aber wir haben noch alle Hände voll zu tun. Ich mache hier nur meine Arbeit, Sir. Oh, das sind ja tolle neue Skates. Seien Sie bloß vorsichtig damit. Sonst fallen Sie hin und brechen sich noch was. Oh, das ist witzig. Wirklich witzig. Ich klatsch mal in die Hände. Vielen Dank. Das finde ich unheimlich nett von Ihnen. Aber wie wäre es denn mit stehenden Ovationen? Wenn Sie mich hochheben, gerne. Okay, ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen. Woher kenne ich Sie? Waren Sie nicht einer von den Tänzern in Storm? Sie können mich mal kreuzweise... Ich werde mich mal als der Klügere erweisen und einfach fortgehen. Fortgehen. Dieser Ich werde Wichser. Mich mal fürs Abendessen umziehen. Okay, ist Wir gut. Wir sehen uns dann gleich. Hört sich gut an. Und ich werde jetzt kurz mal nach oben sausen und mir meinen Jogginganzug anziehen. Bin gleich wieder da. Oh! Also gut. Wer wünscht eine Vorspeise? Ah, ich. Hey, die Brötchen sehen gut aus. Oh ja. Und die sind doch noch so weich und warm. Hey. Oh, hoppala, tut mir leid. Oh, die sind köstlich. Oh, vielen Dank, Kleines. Die sind handgemacht. Okay.
Dann wollen wir mal. Der Kartoffelbrei dürfte jetzt auch langsam fertig sein. Ich muss ihn nur noch mal kurz durchrühren. Gut. Gut. Okay, also, haut rein. Alles klar, es wird Zeit für den Truthahn. Oh, was für ein wunderschöner Vogel. Nein. Hey, Mann, lassen Sie das. Wieso ruhen Sie sich nicht aus und lassen mich das einfach für Sie machen? Ja, genau. Geben Sie der kleinen Hand eine Pause. Das mache ich gerne. Aber ich finde das äußerst nett von dir, dass du mir das anbietest. Lass dich doch mal zwinkern. Das ist ja widerlich. Wisst ihr, viele Menschen haben sehr großen Respekt vor der Zubereitung eines Truthahns, aber im Grunde ist das völlig einfach, wenn man nur die Anatomie von so einem Tier kennt. Hier hinten haben wir ein winzig kleines Arschlöchlein, aber es ist gerade groß genug, um mit der Hand reinzukommen, um es mit allem möglichen Scheiß zu füllen. In den Vögeln sind noch alle Innereien, die Muschis und die Schniedelwutze. Und viele Leute begießen ihren Truthahn mit Fett, aber ich mache das lieber so. Ich lecke ihn ab, bis hin zu seinem kleinen Po-Lächlein. Das schmeckt nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist, aber ich leck's trotzdem hoch und runter. Und dann halte ich ihn gern so vor mich. Halleluja! Dann suche ich mir eine schöne Stelle aus, drück mir da was aus und bing, kriegt das Tier das gewisse Etwas. Ich würde sagen, er müsste jetzt soweit sein. Ja, jetzt können wir ihn servieren. Schön. Also gut, wer hat Lust auf einen Flügel? Auf den vom Truthahn oder auf ihren? Der war echt gut. Ich weiß schon, was Sie wollen. Ich glaube, Sie hätten gerne eine Keule. Oder besser noch zwei. Wie wäre es, wenn ich Ihnen diese zwei Keulen direkt in Ihren Po stecke, und zwar bis zum Anschlag? Dwight, ganz ruhig. Hansen, wenn Sie die Frage gestatten, steht auch etwas auf dem Speiseplan, was Sie nicht persönlich zubereitet haben? Nun ja, den Nachtisch habe ich liefern lassen. Hier kommt die Torte. Na los, macht Platz. Okay. Wer möchte das erste Stück von dem Törtchen? Ich würde sehr gern. Hast du ein Auge darauf geworfen? Oh, sieht die gut aus. Reichen Sie das doch bitte mal weiter, ja? Dankeschön. Sehr. Meine Keime. Meine Keime. Meine Keime.